Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Chaos-Tage-Themenwoche. Heute schauen wir uns den Codex Heretic Astartes Chaos Space Marines an, der für viele von euch sicherlich der nächste Schritt nach der Schattensperrbox sein wird. In der Schattensperrbox haben wir, wie wir gestern gesehen haben, ja schon relativ viel Sachen drin. Das heißt, wir haben da ja die beiden Mini-Kodizes drin und wenn wir die ganzen Sachen durchgespielt haben und meinen, jetzt ist es an der Zeit, unsere Sammlung ein bisschen zu erweitern, dann ist für die Chaos-Spieler unter euch der Codex Chaos Space Marines das Mittel der Wahl. Das heißt, das Ding holt ihr euch, ihr geht einfach nebenan zu eurem Spieleladen vor Ort und kauft euch das, kostet 32,50 €, völlig egal, wo ihr es bestellt. Dank Buchpreisbindung spielt es nämlich keine Rolle und ihr dürft es nirgendwo günstiger bekommen können. Deswegen geht ruhig nach nebenan in euren Spieleladen vor der Haustür, der wird es euch danken und ihr werdet das auf lange Sicht auch tun, weil dann bleibt der Laden euch erhalten. Was haben wir hier also drin? Hier haben wir die epische Geschichte der Entstehung der Chaos Space Marines und die Warhammer 40.000 Kenner unter euch wissen natürlich, die ist mittlerweile wirklich episch und vor allen Dingen sehr lang. Der große Bruderkrieg ist ja mittlerweile in allen Feinheiten beschrieben worden. Da gibt es 1000 Romane drüber, Zeittafeln, Abhandlungen und so weiter. Ist ja alles drin beschrieben. Zumindest so, dass man eine Idee davon bekommt, was da passiert ist. Eine Galerie, wie sie in jedem Codex gehört, mit den ganzen Figuren, damit man sich die verschiedenen Farbschemata angucken kann. Eine Sammlung an Datenblättern, natürlich das eigentliche Haupt- und Kernstück eines jeden Codex sind natürlich die Regeln, die da drin sind. Und armeeweiter Regelinhalt, der es ermöglicht, die Sammlung ordentlich auszubauen. Das heißt, neue Sonderregeln und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Das Buch ist Hardcover, sehr schön, sehr angenehm, passt natürlich auch gut zum Regelbuch, selbes Format. Das ist ganz schön, dann macht sich das im Regal auch gut nebeneinander. So, wir werden wie immer empfangen von einer Zeichnung. Das ist alles gewohnte Games Workshop Qualität, da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Sowohl die Bindung ist wirklich solide, da reißt nichts und da fällt nichts ab und gar nichts. Und die Qualität des Drucks und sowas ist natürlich ja, viel besser. Findet ihr es momentan nicht, egal was ihr euch anschaut auf dem Markt. So, was haben wir also? Wir haben 176 Seiten, das ist also eine ganze Menge Holz. Und davon sind 97, also etwas mehr als die Hälfte, 97 sind davon Fluff. Das bedeutet, dass ihr diesen ganzen Kram hier, das hier alles, das ist alles Hintergrund. Also wenn jemand noch keine Berührungspunkte mit der ganzen Sache hatte, meinetwegen jetzt mit der Schattensperrbox angefangen hat und sagt, ja, finde ich ganz cool, das interessiert mich, da möchte ich gerne mehr drüber wissen. Der kauft sich dieses Buch und liest sich diese 100 Seiten durch und dann weiß er zumindest ganz grob über alles Bescheid. Selbst wenn er das Regelwerk nicht zu Hause hat und mit dem kleinen Regelwerk spielt, das Regelbuch strotzt ja nur vor Inhalt und Hintergrund. Aber hier findet ihr eigentlich alles, was ihr für euren Codex Chaos Space Marines braucht. Ich glaube, ich habe noch einen Codex aus der dritten oder vierten Edition unten liegen. Das ist im Vergleich dazu nur so ein ganz dünnes Heftchen. Und selbst da war schon Fluff drin und sowas. Das ist aber auch noch kein Hardcover gewesen, sondern es war geheftet. Da waren vielleicht, weiß nicht, 70 Seiten drin oder sowas, wenn überhaupt. Also, was haben wir? Wir haben erstmal die Galaxie soll brennen. Und zwar die Hintergrundgeschichte des Imperiums oder vor allen Dingen der Space Marines und in diesem speziellen Fall der Chaos Space Marines. Es wird also erstmal beschrieben, was ist das alles überhaupt, wie sind die Space Marines an sich entstanden, was ist während des großen Kreuzzuges passiert, was ist dann zum Ende des Kreuzzuges passiert, was ist mit den Söhnen des Imperators passiert, warum haben die sich gegenseitig verraten, warum wurde der Imperator, wie hier nochmal, das Bild kennt mittlerweile fast jeder, zu sehen, ich glaube, ihr könnt es erkennen, das Bild, wo der Imperator niedergeschreckt in seinem Palast liegt, und der Kriegsmeister Horus hinter ihm steht und sagt, haha, jetzt ist, keine Ahnung, guten Tag. Ich weiß nicht, was der damals gesagt hat, steht hier auch nicht. Spielt auch keine Rolle. Zurück zur Sache. Ihr habt hier, wie gesagt, 97 Seiten Fluff und extrem viel Platz ist dafür genutzt worden, um in aller Ruhe eine Chronik aufzustellen. Das heißt, wir fangen natürlich mit dem großen Kreuzzug an und dann als zweiten Punkt die Horus-Heresie. Und ihr habt hier Zeittafeln über Zeittafeln, die euch wirklich detailliert Informationen zu den verschiedenen Punkten geben. Ihr habt hier den Erstkrieg um Armageddon natürlich drin. Ihr habt das Erscheinen von Khorne. Ihr habt die schwarzen Kreuzzüge. Dann Informationen zu den verschiedenen Orden, also zu den verschiedenen Legionen heißen sie ja hier. Die Black Legion mit ihren verschiedenen Sachen. Dann, was ich immer wieder schön finde, dieses Bild,
dieses neue Bild des Universums mit dem riesengroßen Riss dazwischen und sowas, finde ich total super, dass sich da auch jetzt mit der neuen Edition was getan hat. Und dass das Ganze nicht mehr so riesig ist, sondern jetzt verschiedene Sektoren gerissen wurden und das Imperium nicht mehr wirklich so überspannend ist, sondern zu vielen Sachen, zumindest vom Hintergrund her, den Kontakt verloren hat. Also das finde ich sehr spannend. Weiter geht's mit Zeittafeln, Zeittafeln, Zeittafeln. Irre viel, ich lese euch das nicht alles vor. Und immer wieder zwischendurch wird das Ganze aufgelockert von den verschiedenen Legionen. Hier haben wir die Alpha Legion, auch hier mit drei Seiten Hintergrund und ein paar Farbschemen. Gut, das ist jetzt alles bei den Chaos-Sachen immer eher gedeckt. Die Iron Warriors. Aber es ist schön, dass man halt hier sich nicht auf die Black Legion besinnt und sagt, oh, das ist die Black Legion fertig, sondern dass hier wirklich ganz, ganz viele Legionen drin sind, dass jeder eine Chance hat, sich was auszusuchen, was ihm wirklich gefällt. So, hier haben wir dann also noch die Night Lords, die habe ich damals gesammelt, und die World Beaters. Dann geht es mit den World Eaters weiter. Eigentlich alles dabei, was man so braucht. Nichts zum Vermissen. Die Emperor's Children sind natürlich dabei, mit ihren wunderschönen, bunten und aufgemotzten Rüstungen. Die finde ich immer ganz besonders geil, weil die halt einfach rausstechen und einfach ganz anders aussehen als alles andere. Und dann geht es weiter mit immer weiteren Abbildungen von verschiedenen Orden und verschiedenen Legionen. Also da ist, wer da nichts findet, der ist, glaube ich, zu wählerisch. Zwischendurch immer mal wieder doppelseitige große Bilder. Passen super in die Stimmung rein. Sehen klasse aus. Wie gestern schon erwähnt, finde ich den aktuellen Look doch sehr comichaft. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber er ist halt deutlich heller als das, was in den letzten Editionen so zu sehen war. So, dann werden noch die kurzen, die Rangabfolge innerhalb der Legion beschrieben. Das heißt, wir haben die Dämonenprinzen, die Chaos Lords, die Zauberer und so weiter und so fort. Alles schön aufgemacht, immer eine Geschichte dazu, immer Hintergrund dazu, immer ein schönes Bild und so weiter. Das will ich euch jetzt hier auch gar nicht in aller Einzelheit vorlesen, weil dann sitzen wir hier morgen noch. Das Ganze ist, wie gesagt, auf 97 Seiten. Das heißt, ich kann hier blättern und blättern und blättern und blättern. Und es hört einfach nicht auf. Wir sind jetzt bei den Chaos angelandet. Das sind die von mir angesprochenen Rhinos, die ich, nur so mittel finde. Aber sie werden sie wohl nie ganz loswerden. Dann die Chaos-Kultisten und Chaos-Bruten, Dämonenmaschinen, die ich wirklich schön finde. Den Lord of Skulls, den ich immer noch gewöhnungsbedürftig finde. Dann hier meine persönlichen Lieblinge. Natürlich die Kornberserker und allen voran Khan, der Verräter, die Seuch Marines, die Rubrik Marines, die Noise Marines, natürlich auch tolle neue Figuren und so weiter. Dann sind wir hier bei den Charaktermodellen. Fabius Beil, ich glaube, der wurde erstmals eingeführt, als ich damals noch gespielt habe, vor 15 Jahren oder sowas. Cypher natürlich, der jedem Dark Angel Spieler zumindest ein Begriff sein sollte. Und natürlich Abaddon. Höchstpersönlich die ganzen Dämonen, Blutletter, Horrors, Dämonetten, Seuchenhüter. Ja, und dann haben wir 97 Seiten durchgeblättert und haben noch nicht ein Wort zu den Regeln verloren, gar nichts. Das ist alles Hintergrund, alles Information. Also wer hier nicht fündig wird, der ist, glaube ich, nicht richtig. Da ist wirklich für jeden was dabei. Dann kommen, schon angekündigt, mehrere Bilder mit, es sind nicht Farbtafeln, aber es sind Galerien mit Figuren. Das erinnert mich tatsächlich sehr an die alten Kodizes. Das sind immer wieder diese weißen Boxen mit den Figuren dazwischen, die alle klasse bemalt sind. Und die Bilder, die mittlerweile natürlich ein bisschen moderner aussehen als bei den alten Kodizes, wo im Hintergrund noch diese Pappgebäude standen und sowas. Die sind auch deutlich mehr nachbearbeitet mittlerweile mit Nebel und allem anderen Kram. Aber alles schön. Und alles eine gute Hilfe, wenn man ein Farbschema sucht, ein Farbschema für sich finden möchte. Immer wieder zwischendurch auch größere Bilder mit kleinen Dioramen. Hier sehen wir einen Angriff von Tyranniden bzw. Tyranniden-Kultisten. Und ja, es hört gar nicht mehr auf. Hier sehen wir den Venom-Crawler, den ich persönlich total cool finde. Und diese neuen Chaos-Kriechmaschinen finde ich sehr passend, diese Spinnenwesen. Die gehören ja schon sehr rein. Finde ich ein bisschen cooler als einfach nur einen schwarzen Panzer mit ein paar Stacheln oben drauf. So, hier haben wir auch bestimmt, weiß nicht, wie lange habe ich jetzt geblättert? 20 Seiten oder sowas? Bis dann überhaupt die Regeln losgehen. Das heißt, wir sind hier auf Seite 117 und hier geht es erst los. Das heißt, bis dahin war alles Information. Und jetzt kommen noch 40 Seiten Information, 40 Seiten Regeln und so weiter. Wir haben hier ein großes Bild. Und was ich ganz cool finde, wir haben ja quasi einmal alles, was es gibt, aufgestellt. Und es sind überall
kleine Ziffern daneben. Und dann kann man sich angucken, okay, was wäre denn die 12? Die 12 wäre zum Beispiel die Boten der Hoffnungslosigkeit. Ah, das sind Terminatoren. Für jemanden, der es noch gar nicht kennt, ist das eine super Orientierung, um reinzukommen. Und auch so, um zu sehen, wie ist sowas denn überhaupt aufgebaut? Hat man nur irgendwie zwei große Maschinen oder sowas? Ich weiß, es kann unter gewissen Umständen jeder so machen, wie er es möchte. Gerade wenn er nicht mit Punkten spielt, sondern einfach ein freies Spiel macht. Aber das ist eine tolle Orientierung für jemanden, der da erstmal noch reinkommen muss. So, dann haben wir die Ausrüstungsliste mit verschiedenen Ausrüstungsoptionen und den verschiedenen Legionen, Schlüsselworten und sowas. Das erinnert dann natürlich wieder an den Mini-Kodex, den wir gesehen haben. Da war das deutlich übersichtlicher, aber hier ist es natürlich in aller Ausführlichkeit erklärt, weil das natürlich dann euer großes Nachschlagewerk ist für alles, was ihr braucht. Auch das ist natürlich für einen Spieltisch ein ganz schöner Brecher. Das heißt, da müsstet ihr euch dann mit einem Armeegenerator oder im allerschlimmsten Fall mit einem Zettel und einem Stift die Sachen rausschreiben, die ihr braucht, weil das Ding auf Dauer immer am Spieltisch dabei zu haben, das geht natürlich, klar, aber finde ich schon ein wenig unhandlich. Aber das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ja, und dann kommen jetzt seitenweise die Datenbögen zu den verschiedenen Einheiten. Die Datenbögen, habe ich ja gestern schon gesagt, finde ich persönlich schön, weil hier wirklich einfach mal übersichtlich und klar strukturiert ist, was ist wo, wer kann was und so weiter. Die Machtpunkte sind in den Datenbögen wie gewohnt angegeben. Mir gefallen diese Machtpunkte sehr gut, weil man hat einen groben Richtwert über die Einheit. Ja, es ist nicht hundertprozentig ausgewogen, aber man kann halt eben sagen, zack, ich habe hier das alles dabei, das sind, was ich, 50 Punkte Macht und der Gegner auch, da muss ich nicht eine Stunde lang eine Liste schreiben. Gefällt mir persönlich besser. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ja, nein, 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 nein. Aber da ist hier noch, der hat noch eine Nahkampfwaffe mehr und deswegen kostet er einen Punkt und deswegen darf der hier nicht stehen, weil es da völlig unausgeglichen ist. Verstehe ich absolut. Also da haben alle ihre Argumente pro und contra. Es gibt ja auch das freie Spiel, wo man diesen ganzen Punktekram alle weglässt und sagt, pass auf, ich habe einfach Lust, hier ein paar Figuren hinzustellen, du stellst da welche hin und wir spielen. Auch wenn das, glaube ich, fast niemand ernsthaft macht. Ja, wir haben Abaddon, den Vernichter, wir haben Harkon, World Claimer, wir haben Dämonenprinzen, wir haben Karn, wir haben Lucius, der Ewige, wir haben Fabius Beil, wir haben Cypher, wir haben Huron Blackheart. Das sind die ganzen einmaligen Charaktermodelle und dann geht's los mit den Chaos Lords in Terminator-Rüstung, Zauberer, Champions, Masters of Execution, Warp-Schmiede. Und dann hier erst mit den normalen Truppen, mit den normalen Chaos Space Marines. Mal ganz kurz gucken. Bewegung 6, Kampfgeschick 3, Ballistikfähigkeit, Stärke 4, Widerstand 4, Lebenspunkt, 2 Attacken, Moralwert 8. Ja, also das, was man erwarten würde. So groß hat sich das alles nicht verändert. Die haben die klassischen Ausrüstungen und auch hier ist es wieder so, dass die sich bis auf das Mal, den Moralwert und die Legionszugehörigkeit jetzt von normalen Space Marines gar nicht so sehr unterscheiden. Aber sind ja auch nur Space Marines mit Stacheln drauf, letztlich, ne? Die normalen Chaos Space Marines. Dafür hat das Chaos natürlich ganz andere Spezialisteneinheiten, ne? Die Dämonen sowieso, aber auch die Kultisten und die ganzen Verseuchten und Terminatoren und die Erwählten und all den ganzen Kram, die Chaos halt Chaoswert machen. Ich finde, eine Chaos-Armee aus nur Chaos Space Marines und ein Anführer, ja, die kann man sich eigentlich schenken, weil dann kann man auch Space Marines spielen. Ich finde bunte Armeen immer schön, aber das muss natürlich jeder so wissen, wie er möchte. So, wir haben hier also seitenweise, wie schon versprochen, seitenweise die Datenbögen. Und hier ist wirklich alles drin, was es gibt. Wir sind jetzt mittlerweile beim Predator und beim Land Raider angekommen. Und dann sind wir hier beim Defiler, beim Venom Crawler, beim riesengroßen Helldrake. Das Warp-Portal, was jetzt noch rausgekommen ist, auch ein Riesenbausatz. Jeder, der den schon mal in echt gesehen hat, wird feststellen, wow, der sieht viel größer aus, als man sich das so gedacht hätte. Also ist eine coole Sache. Und endlich mal ein Warp-Portal, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gab noch nie einen offiziellen Warp-Portal-Bausatz. Und da fragt man sich eigentlich, ja, warum eigentlich nicht? Der hätte doch eigentlich immer schon hingehört. Okay, so, und dann ist hier noch die verbotene Rüstkammer. Da haben wir es dann wieder. Wir haben nochmal eine Zusammenfassung, das finde ich schön. Zusammenfassung über sämtliche Waffenoptionen, die es gibt. Mit Typ, Reichweite, Schaden, Fähigkeiten und so weiter. Das heißt, alles, was ihr braucht, findet ihr auf vier Seiten. Dann braucht ihr zumindest nicht immer in die Einheitenprofile blättern und immer gucken, ah, wo waren denn die Space Marines, dies und das, sondern habt das halt einfach auf eine Übersicht. Aber auch hier, wenn man sich das rausschreibt, die Datenbögen sonst halt auch lose da hat zum Hinlegen, finde ich es ein bisschen praktischer. Aber als Nachschlagewerk ist natürlich, führt eigentlich kein Weg dran vorbei.
So, dann haben wir jetzt hier zum Abschluss des Kapitels wieder nochmal ein großes Sammelbild mit allen möglichen Optionen, die es so gibt. Und ganz vielen Modellen, die dabei sind. So, und dann, das darf natürlich mittlerweile nicht fehlen, neben den Legionseigenschaften, die ich euch ja schon ganz grob in dem Mini-Kodex aus Schattenspeer vorgelesen habe, natürlich die Chaos-Gefechtsoptionen. Gefechtsoptionen sind ja mittlerweile ein ganz fester Bestandteil von Warhammer 40.000 geworden, die auch wirklich Auswirkungen im Spiel haben. Das heißt, da kann ich für Befehlspunkte die verschiedensten Sachen bespüren oder die verschiedensten Sachen mir dazu kaufen. Ich kann hier den Lohn des Chaos machen, mehr oder weniger einen Zufallszauber, wo ich mit 2W6 dann würfel, was passiert. Da kann alles passieren von wegen einen Lebenspunktwert mehr, einen Widerstandspunkt mehr oder das Charaktermodell stirbt und es kommt dazu ein Dämonenprinz oder was auch immer oder eine Chaosbrut. Und das sind alles Sachen, die es in ähnlichen Formen schon gab, zumindest von diesen Zaubern und Zufallsereignissen, die kenne ich von damals auch noch. Aber jetzt ist es natürlich wesentlich mehr, wesentlich mehr. Ihr seht hier wirklich 2 Seiten komplett voll mit Gefechtsoptionen. Ja. Es sind natürlich 3 Seiten komplett voll mit Gefechtsoptionen. Das heißt, hier ist wirklich die Hölle los. Auch hier müsste für jeden was dabei sein. Es ist doch schön, dass es so viele verschiedene gibt. Dann hat man nicht immer dieselben 4, weil im Grundbuch sind zwar ein paar drin, aber wenn man nur mit dem Grundbuch spielt, ist das auf Dauer ein bisschen langweilig. Okay, dann haben wir hier die Gebete an die dunklen Götter. Da geht es natürlich mit den Zaubern los, verschiedene Disziplinen, dunkle Häresie, Malefika. Und dann kommen noch Artefakte des Chaos, wo ja, das Auge des Zenith dabei ist, die Axt der blinden Wut, das Mordschwert. Fleischmetall-Exoskelette, Bringer der Glückseligkeiten, Klauen der schwarzen Jagd. Ganz viel Kram, wo schöne Artefakte dabei sind. Da könnt ihr ein bisschen speziellere Waffen und Artefakte ausrüsten. Dann die Begabung des Kriegsherrn. Haben wir ja in der Vigilus-Kleinen Kampagne auch schon gesehen. Da gibt es halt verschiedene Begabungen, die man machen kann. Und das Ganze dient so ein bisschen dazu, eure Armee ein bisschen individueller zu gestalten. Hat natürlich dann eine gewisse Komplexität, wenn man das Modell hat und es hat dann diese Waffe und diese Waffe hat dann auch dieses Artefakt und dann hat der Kriegsherr natürlich noch den und den Zauber und den und den, die und die Begabung und sowas. Aber ja, das ist dann halt einfach so. Das macht es aus. Das Spiel ist mittlerweile ziemlich komplex geworden. Und dann gibt es natürlich noch die allgemeinen Begabungen des Kriegsherrn. Das sind 6 Stück, die man auswürfeln kann. Und je nachdem, in welcher Legion ihr seid, könnt ihr auch noch verschiedene legionsspezifische Begabungen nehmen. Das heißt, meinetwegen die Alpha Legion könnte die Begabung Ich bin Alpharius haben, während die Emperor's Children durch Schmerz berauscht haben. Also auch da ist reichlich Abwechslung dabei. Dann haben wir hier meine allseits geliebten Punktwerttabellen. Das heißt, hier habt ihr für die Punktetüftler unter euch genug Futter. Und wirklich jeder Kram steht, wo man sagen könnte, der Warpbolter kostet 3 Punkte oder das Maschinengewehr 2. Aber ja gut, wer wirklich tatsächlich kompetitiv spielt und wer wirklich vergleichbare Gefechte haben möchte, der braucht letztlich dann diese Punkte. So, dann haben wir noch eigene taktische Missionsziele. Wir haben eine Zeit lang mit den Missionszielkarten gespielt. Das ist total klasse. Ihr wisst vorher nicht, was auf euch zukommt. Ihr spielt ein bisschen mehr als nur diese 6 Standardmissionen. Ihr habt verschiedene Aufstellungen und verschiedene Missionsziele. Finde ich ganz cool. Das Ganze löst es halt auch so ein bisschen auf und lockert das Ganze ein bisschen auf. Also probiert es ruhig mal aus. Gut. Und damit ist der Chaos-Kodex einmal nur ganz kurz durchgeblättert. Ist schon mal der Wahnsinn. Ganz schön umfangreich. Die habe ich von früher wesentlich schmaler in Erinnerung, die Sachen. Okay, also Chaos Codex Space Marines, 32,50 Euro überall zu haben, wo es Fantasy, Science Fiction und Tabletop Sachen gibt. Natürlich auch bei Games Workshop bestellbar, natürlich auch bei den gängigen Shops im Internet bestellbar, aber hoffentlich auch beim freundlichen Spieleladen bei euch um die Ecke. Und da geht ihr einfach mal hin, sagt mal guten Tag, unterhaltet euch mit den Leuten ein paar Minuten und kauft den Codex. Da kostet eh überall dasselbe, von daher ist es egal. So, das ganze Ding könnt ihr natürlich jetzt gewinnen. Für all diejenigen, die es geschafft haben, bis zum Ende durchzuhalten, sagt mir doch einfach, warum gerade ihr diesen Codex bekommen solltet. Kommentiert unterhalb dieses Videos und in der nächsten Feldpost bestimmen wir den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin, meine Güte, zu viel erzählt, die dann diesen Codex von mir einmal nur durchgeblättert und frisch ausgepackt bekommen kann. Wert, wie gesagt, 32,50 Euro. Lasst es mich einfach wissen und ich wünsche euch ganz viel Glück bei der Verlosung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.